Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, Freunde des langfristigen Vermögensaufbaus. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Das ist der Jonas Heidmann, besser bekannt als Sparfuchs in der Finanzcommunity. Und Jonas ist einer der Helden der finanziellen Freiheit, auch ein YouTuber, wie ihr hier sehen könnt. Könnt ihr dann auch seinen Kanal gerne abonnieren. Bei ihm geht es ums langfristige Investieren, um den Vermögensaufbau mit Blick nach vorne in die Zukunft. In die nächsten Jahrzehnte, kann ich mal so sagen. Ich hoffe, das stimmt, Jonas. Und wir fangen einfach mal kurz an mit der Vorstellung im Rahmen der Helden der finanziellen Freiheit. Da gibt es nämlich das Monatsupdate, werde ich gleich zeigen, dass dann Jonas auch dabei. Aber ich lasse erstmal den Jonas zu Wort kommen. Hallo, Jonas. Hallo Thorsten, danke für die Einladung. Und ja, ich denke, ich Gerne. stelle mich erst einmal ganz kurz vor. Ich bin Jonas, bin 30 Jahre jung, arbeite als gelernter Elektroniker für Automatisierungstechnik im Dreischicht in einem internationalen Chemiekonzern. Und ja, ich habe vor ein paar Jahren angefangen, in Aktien zu investieren und bin mittlerweile seit Anfang 2019 mit meinem Finanzblog unterwegs auf YouTube und versuche so ein bisschen die Leute zu motivieren, in Aktien zu investieren, mein Umfeld zu motivieren, in Aktien, in Altersvorsorge Zeit zu investieren. Und ja, ich glaube, das ist so ganz grob. Genau, da hat man ja schon mal die erste Vorstellung. Und was wir in diesem Video machen, also wir analysieren jetzt hier nicht eine einzelne Aktie, sondern wir beschäftigen uns einfach mit der Person dahinter, die investiert. Warum macht es jetzt in diesem Fall der Jonas? Und ich denke, das ist auch ein ziemlich aktuelles Thema in Zeiten von Nullzinspolitik, wo man keine Zinsen mehr bekommt, in Zeiten, wo auch Leute Angst haben vor Altersarmut, in Zeiten, wo es auch immer heißt, wir müssen länger arbeiten und die Leute dann auch entsprechend Angst haben, dass sie einfach irgendwann nicht mehr arbeiten können, weil es vielleicht gesundheitlich einfach nicht mehr klappt. Und der Jonas beispielsweise, er hat ja gerade eben gesagt, er ist im Dreischichtbetrieb und Dreischichtbetrieb möchte man das noch mit 60, 65 und es wird ja auch gesagt, teilweise schon bis 70 wollte ja die Politik schon noch arbeiten zu lassen. Ist das Ganze überhaupt noch möglich? Da wäre jetzt meine erste Frage mal so an den Jonas bezüglich der Motivation. Jonas, warum du investierst? Mit welchem Ziel? Also ich investiere vor allem darin, also in Aktien zu investieren, um halt später im Alter abgesichert zu sein, weil ich jetzt schon aus meinem persönlichen Umfeld sehe, wie schwierig das ist teilweise bei den Schichtgängern, wie sie später mit dem Alter immer noch weiterarbeiten müssen, eventuell nicht in Altersteilzeit gehen können, weil sie noch Kosten haben, weil das Haus noch nicht abbezahlt ist, weil sie sagen, nee, mein Kind muss noch studieren, die muss noch zu Hause wohnen, die muss ich unterstützen. Und ich sag mal, das ist jetzt in jungen Jahren, ist es für uns ja besonders einfach, den Zinseszinseffekt zu nutzen und einfach das, was wir jetzt sparen können, weil wir jetzt noch viel mehr Geld haben, weil wir jetzt vielleicht eventuell noch nicht so große Verpflichtungen haben wie Familie, wie Kinder, vielleicht wir noch kein Haus haben. Alles, was wir jetzt schon mal beiseite legen, das arbeitet ja für uns. Und wenn wir da nicht rangehen, das ist ja für uns, die ersten 5 bis 10 Jahre sind ja sehr entscheidend im Zinseszinseffekt. Und ja, deswegen investiere ich. Ich möchte später gerne einen passiven Einkommenscashflow aus meinen Aktien haben, also in Form von Dividenden. Da investiere ich zum Beispiel in High-Dividend-Aktien, welche aber von der Payout-Ratio und vom Geschäftsmodell her noch moderat sind. Aber ich investiere auch sehr, sehr groß aktuell in Dividend-Growth-Aktien, halt Aktien, die halt noch nicht so viel Dividende zahlen, aber voraussichtlich in den nächsten Jahren durch starke Steigerung mir später einen schönen Cashflow auf die ja, aufs Bankkonto schubsen. Und ja, das motiviert mich halt, Absicherung, nicht so lange arbeiten, möglichst auch noch später nicht mehr Schicht gehen, denn Schicht gehen, wie viele von euch vielleicht auch Schicht gehen, es ist quasi Schmerzensgeld, was man bekommt. Also ich sage das immer so, wie es ist, denn mit diesem ganzen Schichtumstellen aus der Nachtschicht wieder auf die Frühschicht umstellen, viele werden das kennen. Der Körper weiß teilweise nicht mehr, was wo vorne und hinten ist, weil man nur 2, 3 Stunden schläft, dann 2 Stunden wach ist und dann es ist alles keine schöne Sache und deswegen vielleicht später wirklich in Teilzeit gehen oder in Tagesdienst gehen, dass man diese Zulagen nicht mehr braucht, weniger arbeiten. Ja. Also, das hätte ich jetzt nicht schöner sagen können, auch das bezüglich des Investierens, warum du das machst und wie du das machst und dass man früh damit anfangen soll. Was du auch noch sagtest, das war deine Kollegen teilweise, die haben es eben nicht gemacht, entsprechend vorzusorgen. Das habe ich jetzt jedenfalls verstanden. Sie Ja. arbeiten jetzt und sie sind älter als du, haben schon teilweise Probleme oder kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen oder wie äußert sich das? Also, Kriegst du, Entschuldigung,
Entschuldigung. Also Probleme in Sachen von Schicht gehen ist halt wirklich, ich habe es mitbekommen, dass Kollegen halt später irgendwann von der Schicht runtergegangen sind, weil sie halt mit der ganzen Schichtarbeit nicht mehr klarkommen. Und auch wenn ich mit anderen Leuten über Schicht rede, alle haben die gleichen Probleme mit dem Alter. Am Anfang geht das noch, in meinem Alter jetzt, obwohl ich das ja teilweise selber schon merke, wie der Körper halt durch dieses ganze Schichtumstellen, dass es nicht gesund ist, dass der Körper sich so ein bisschen dagegen sträubt. Und deswegen, durch Schicht hat man ja ein bisschen höheres Einkommen, sage ich mal. Da gibt es viele steuerfreie Zulagen, wodurch es mir auch möglich ist, halt 2.000 bis 2.500 Euro im Monat zu sparen. Da sieht man auch gleich, ich verdiene relativ gut in meiner Branche und oder in meiner Firma auch. Und ich finde es da noch erschreckender teilweise, wenn ich sehe, dass meine Kollegen, die ja teilweise mehr verdienen vom Brutto, also bruttomäßig und auch so ein gutes Einkommen haben, dass die es nicht geschafft haben, teilweise, dass sie sich, in Anführungszeichen soll jetzt nicht schlecht klingen oder so, nur ein Haus gekauft haben, was sie jetzt noch abbezahlen, wo sie laufende Kosten haben. Es wird immer sehr, sehr als Altersvorsorge gesehen, aber es hat natürlich auch viele laufende Kosten. Klar ist dieses Zwangssparen in so ein Haus für viele der einzige Weg, weil sie halt sagen, Aktien verteufeln sie. Ich habe auch viele Kollegen, die kaufen sich Aktienfonds oder so und was aber eher so Versicherungsprodukte sind, weil sie sagen, ja, in guten Jahren kriege ich so 3-4% und in schlechten verliere ich halt nichts. Und da sage ich, ja, aber du musst ja diese 20% in den guten Jahren mitnehmen und wenn danach 10% runtergeht und danach wieder 15% hoch, das ist ja gerade dieses der Kicker und nicht, ich mache jetzt 4% in nix, dann wieder 2%. Ich meine, aber... Ja, Das ist so das Stichwort Kapitalgarantie und so weiter, was ja auch die Politiker im Kopf haben, wenn sie dann Riester-Rentenprodukte und sowas entwerfen. Und das kostet halt alles unglaublich viel Geld, ne? Diese Garantie, die man ja eigentlich, was die Erfahrung sagt, überhaupt nicht braucht. Weil wenn man kontinuierlich investiert hat, dann gab es wahrscheinlich nicht mal 10 Jahre am Stück, wo du dann in den Miesen gewesen wärst, mit Einzelinvestments mal teilweise bis 13 Jahre, aber wer investiert schon an einem Tag oder so sein ganzes Geld, ne? Also normalerweise ist es ja bei uns ein Sparprozess. Also das ist schon, das finde ich wirklich interessant, wenn du das so aus deinen eigenen Beobachtungen erzählst. Und würdest du sagen, dass diese Beobachtungen dich dann auch motiviert haben, so ein bisschen im Sinne von abschreckenden Beispielen, dass es bei dir anders laufen soll, dass du dann gesagt hast, okay, Auf jeden Fall, wenn ich das sehe, dass die Leute teilweise 58 sind oder 60, wenn ich mir vorstelle, ich bin 30, muss noch 30 Jahre das machen, was ich jetzt, sage ich mal, die letzten 10 Jahre gemacht habe mit Schicht gehen und ich muss das noch 30 Jahre durchziehen. Also das möchte ich eigentlich auf keinen Fall. Also mein Plan ist eigentlich so Mitte 40, 50 vielleicht in Tagesdienst gehen, eventuell, wenn es möglich ist, weiß man ja noch nicht, in 20 Jahren eventuell auf Teilzeit reduzieren oder so, mehr Zeit halt fürs Leben haben, für Reisen. Und halt abgesichert sein, ne? Und weil dieses Ganze mit noch hohe Schulden teilweise, nee, ich kann nicht in Altersteilzeit oder besondere, es gibt bei uns besondere Rentenprogramme, wo sie teilweise in den letzten Jahren Leute schon mit 53 in Rente geschickt haben, denen sie das quasi so halbwegs bis zur Rente durchbezahlt haben mit einem Abschlag, aber wo du sagst, gut, du bekommst 70% von deinem Netto oder so im Schnitt bis zur Rente und danach kriegst halt deine Rente, das ist dann wieder mehr, aber die Leute, die dann sagen, ja nee, damit komme ich nicht klar. Und wenn ich mir vorstelle, von meinem Nettogehalt oder von den Nettogehältern wie 3.500, 4.000 Euro, dass sie sagen, nee, ich komme mit 3.000 Euro netto nicht klar. Also das ist halt schon wirklich für mich so eine sehr, sehr erschreckende Erkenntnis, wenn ich mitbekomme aus persönlichem Umfeld, von Freunden, Bekannten, Verwandten, was die so verdienen und womit die eine ganze Familie aufziehen müssen, mit vielleicht Haus noch bezahlen und so und damit vollkommen das ganze Leben klargekommen sind. Also das ist immer so vom bisschen vom hohen Ross runtergesprochen, teilweise, nee, ich brauche ja auch mein neues Auto, ich brauche ja meine Maledivenreise oder meine Kreuzfahrten und so. Also da möchte ich dann lieber vorher halt rechtzeitig anfangen, mir was anzusparen, wo ich jetzt, sage ich mal, nicht im Konsumverzicht lebe. Das sage ich auch immer allen, man muss sich was gönnen, es soll überhaupt nicht in Sachen Frugalismus bei mir gehen. Ja. Ich habe letztes Jahr ein neues Motorrad gekauft und da habe ich mit dem Führerschein 14.000 Euro bezahlt und das ist reines Hobby. Oder auch mein Auto, ich fahre einen Cupra mit 300 PS, Neuwagen, die habe ich vor ein paar Jahren gekauft, würde ich jetzt vielleicht nicht mehr so machen in der Art, aber ich sage mal, man muss reisen, man muss das Leben genießen, aber man muss auch rechtzeitig an Altersvorsorge denken, möglicherweise oder möglichst langfristig denken. Ich habe ein sehr, sehr breites Aktiendepot mit vielen Sparplänen, wo ich sehr automatisiert alles investiere oder einen Großteil. Und ja, breit gestreut, nie bereut, laut Beate Sander. Genau. Dein Aktiendepot, das kann man ja dann auf deinem YouTube-Kanal vermutlich hier mit diversen Depot-Updates dann sehr genau verfolgen. Wir können noch mal kurz reinschauen in die Helden der finanziellen Freiheit. Du bist ja einer davon. Das ist auf unserer Seite
auf dem Aktienfinder-Blog. Das aktualisieren wir jeden Monat. Da haben jetzt 32 Finanzhelden ihre Zahlen gemeldet für den April. Da sind dann die Einnahmen drin, unter anderem auch aus Dividenden. Und da ist dann auch der Sparfuchs dabei. Da können wir mal sehen, wie weit der Fortschritt ist. Also man sieht hier den Depotwert auch, ne? Du hast jetzt hier knapp 127.000 Euro. Das ist schon mal was, würde ich sagen. Und dann haben wir hier auch die Dividenden. Das ist ja das Nette, das ist ja immer die Entwicklung. Das wäre dann hier, das sieht man jetzt, die Entwicklung deines Depots. Hast du im Jahr 2017 angefangen hier? Ich habe eigentlich schon ein paar Jahre früher angefangen. Okay. Nur mit 2017 habe ich halt angefangen, so wirklich mit dem Tracken, so rückwirkend, was ich an Depotbelegen noch hatte. Man sieht auch die zwei sehr hohen Dividenden. Das kommt so ein bisschen aus meiner anfangs blauäugigen Sicht auch teilweise, dass ich da, die wenigsten werden so anfangen, aber mit 1.000 oder 2.000 Shell-Aktien angefangen habe zu traden und mehreren hundert Stück Tranchen halt verkauft oder gekauft habe. Und habe ich mir halt einfach ganz einfach gesagt, so, ich kaufe mir jetzt einfach die Aktien. Shell ist ja eine solide Dividendenfirma, zahlt ja gut Dividenden, und wenn es halt gut für mich läuft und die ins Plus läuft, die Kurse, dann verkaufe ich sie, und wenn es schlecht läuft, nehme ich halt die Dividenden mit. Hat aber in dem Jahr, sage ich mal, semi gut funktioniert, wo ich dann auch gemerkt habe für mich, dass so ein Drawdown mich in dem Jahr noch belastet hat. Mhm. Und ja, wo ich dann halt froh war, wo ich dann alles, also einen Großteil der Aktien losgeworden bin. Ja, ist halt nicht viel mit Diversifizierung, ne? Wenn man alle die meisten Eier in einen Korb legt. Und Shell ist ja zu allem Übel auch noch ein Zykliker, auch wenn die Dividende hoch ist, wenn sie nicht gerade gekürzt wurde. Ne? Das hat mir auch vor kurzem gesehen. Ganz genau. Ja. Okay, dann hast du deine Strategie geändert. Dann schalte ich mal das Jahr 2018 dazu. Da ist es da haben wir auch noch teilweise relativ hohe Dividenden, dann hier im August beispielsweise, dann mal 2019 mal angucken, ist es da schon gleichmäßiger, guck mal, und plötzlich kommen fast jeden Monat Dividenden rein, obwohl der August immer noch sehr hoch ist. Genau, im 2019 habe ich quasi angefangen auch mit dem Aktienblog, und da habe ich mich halt auch mit dem Aktienfinder beschäftigt und viel, viel mehr mit der ganzen Materie in Sachen Aktien und breit streuen. Und im August, das fällt halt so ein bisschen aus der Schiene. Das liegt ganz einfach daran, weil ich schon relativ frühzeitig, ich glaube schon 2017, Ende 2017, mir relativ viele Gazprom-Aktien ins Depot gelebt hat, über 3.000 Stück, wo mich halt mein Kollege draufgebracht hat auf die Aktie. Und ich bin auch immer noch super bullish für die Aktie, und die zahlt halt einmal im Jahr und auch eine relativ hohe Dividende. Und ja, deswegen fällt der August halt besonders hoch aus. Ja. Ist immer so ein bisschen Ausreißer und sieht dann immer so aus, ob die anderen Monate gar nichts kommt. Aber das sind mittlerweile ja auch schon ganz nette Summen, so von 200 Euro im Monat. Ja, genau. Also das kann sie schon sehen lassen. Da kann man sich auch schon ein bisschen was von leisten, wenn man es unbedingt will. Also man kann sich vorstellen, dass man dafür was kaufen würde. Ich sag's mal so. Ja. Die Gazprom-Aktie ist auch die Aktie mit der stärksten Gewichtung in deinem Depot? Aktuell wieder ja. Ich hatte eine Zeit lang, war Tencent vorne. Weil Tencent habe ich auch eine sehr, sehr große Position. Da habe ich mich Anfang diesen Jahres von 50 Stück, also vom Sechsel getrennt, weil mir einfach, da hatte ich einen Depotanteil, glaube ich, von 24% Tencent. Und das war mir dann irgendwo, weil es ja auch eine VIE ist und halt so ein bisschen so eine Grauzone, war es mir dann irgendwann sehr hoch, und habe ich halt die Gewinne halt in Amazon umgeschichtet, weil ich Amazon halt auch als Wachstumsunternehmen gerne im Depot habe, wie ich sie schon früher im Depot hatte, aber leider verkauft habe aus Blauäugigkeit und dachte, 1.000 Euro mich von Kollegen beeinflussen lassen, ach, die steht doch schon bei 1.000 Euro, wie hoch soll sie denn noch steigen und so. Und ich hatte halt noch gar keine so Wahrnehmung dafür, woran das überhaupt hängt, so mit den Kursen, und es ist mir dann auch teuer, weil ich unsicher war. Und mittlerweile erzähle ich den Kollegen eher, ach, ist doch Blödsinn, mach das so und so, und erkläre denen mal die Zusammenhänge teilweise, die gar nicht so in die Tiefe verstehen. Schon auf fruchtbaren Boden gefallen, deine Ratschläge bei den Kollegen teilweise? Teilweise ja. Ich habe auch Kollegen, die auf mich zukommen, wirklich in Sachen hier, und ich möchte gern was machen und für mein Kind, habe jetzt ein Kind bekommen, und kann man da nicht irgendwie was machen und was hältst du denn? Und dann lege ich denen halt in der Regel so ein Factsheet vor vom ETF-Sparplan, weil Einzelaktien mittlerweile würde ich keinem jetzt mehr empfehlen so. Nicht darum, dass es Einzelaktien schlecht sind. Ich stehe total auf Einzelaktien, habe nur ganz wenige ETFs. Aber für den Autonormalverbraucher, der sich halt nicht so mit Aktien beschäftigen möchte, ist halt so ein ETF-Sparplan halt das Beste. Für meine kleine Schwester habe ich auch ein kleines ETF-Depot auf die Beine gestellt. Die hat letztes Jahr, glaube ich, knapp 40% Performance gemacht damit. Und die war völlig platt und hat gesagt, wo kommen denn die ganzen Gewinne her? Wo ich dann sage, das sind einfach die Kursgewinne, die Gewinne der Unternehmen. Ne? Und
ja, es ist einfach cool, wenn sie das auch verstehen, dann langsam und ja, da reinpacken. Das war ein Nasdaq ETF oder was war das gewesen? Wirklich, ehrlicherweise ja, da hat sie zum Teil einen Nasdaq ETF, sie hat einen ETF-Sparplan auf den MSCI World und einen Emerging Market, aber sie hatte Mitte des Jahres, ich glaube im Mai, hatte sie relativ viel Geld, hat sie gesagt, gut, ich habe hier nochmal Geld, können wir das irgendwie anlegen, und dann zu der Zeit war halt einfach Amazon, Alphabet, Facebook und so, und da dachte ich, wie kann man in die am besten investieren? Sie wollte eigentlich eine Einzelaktie, dann habe ich gesagt, warte mal, Nasdaq sind sie 50% gewichtet, die Big Five oder die Fang-Aktien. Das ist denn die sinnvollste Variante. Da streust du auf die, packst es da rein, lässt sie liegen. Da solltest du langfristig ganz gut mitfahren, weil wir sehen ja auch aktuell die Fang-Aktien, was die an Cash liegen haben, ist ja nicht wie mit den 2000ern vergleichbar, wie manche mal sagen, ja, und das wird alles kollabieren. In den 2000ern hatten die nicht hunderte Milliarden Cash. Ich glaube, jede von den Firmen könnte fast quasi gefühlt den halben DAX kaufen. Das ist einfach brachial. Und wenn man die Free Cashflow-Entwicklung der Unternehmen anguckt, die operativen Cashflows bei Amazon oder so, und das ist einfach unfassbar. Und insofern. Ja, ja. Ich hab ja zuerst vor kurzem mit dem Konstantin von Finanzfunk genau diese Fangaktie analysiert, und da haben wir die Free Cashflow Power ja auch bewundert. Genau. Ja. Und wenn wir dann hier mal gucken, also hier sind wir wieder bei dir, bei den Dividendeneinnahmen, wenn wir jetzt mal das Jahr 2020 noch dazu machen, dann sehen wir teilweise Steigerungen, ne? Also es gibt hier Monate, ja, wo sich das stark gesteigert hat oder moderat gesteigert. Das ist Gazprom, wie du sagtest. Ja. Der August, also wenn es nochmal ein bisschen runtergeht, dann liegt es also an Gazprom. Aber so im Großen und Ganzen hast du doch mehr an Dividenden gemacht. Vor allem auch Januar und Februar jetzt hier. Die waren nämlich im Vorjahr gar nicht da. Und ich kann jetzt auch noch das Jahr 2021, wir sind jetzt im Mai, das heißt, da gibt es ja auch schon mal 4 Monate. Und das sehen wir dann auch nochmal hier. Also, so große Steigerung ist es jetzt hier aber nicht, ne? Wenn ich jetzt mal so große Steigerung nicht, da muss man wirklich sagen. Ich habe auch immer noch einen großen Shell-Anteil im Depot von Aktien. Also Shell macht bei mir noch 10% zum Depot aus. Und die haben halt gekürzt. Wenn die 2/3 kürzen oder auch andere Unternehmen, wie zum Beispiel eine EPR Properties oder so, die halt auch relativ oder sehr, sehr zyklisch ist oder halt jetzt auch im Kinogeschäft halt Dividenden gestrichen hat, da ist dann halt weniger was geworden. Oder ich habe dann halt letztes Jahr, wie gesagt, viel im Motorrad investiert und ich glaube knapp 25.000 Euro in die Börse. Aber ich habe auch relativ viel in Wachstumsunternehmen oder Dividend Growth Aktien gesteckt, wo ich davor halt eher auf High-Yield-Zahler gegangen bin, was halt für mich auch sehr, sehr motivierend ist, wenn ich zum Beispiel eine Altria kaufe, eine British American Tobacco, keine Ahnung, eine 3M und sowas, die halt mehr Dividende zahlen, wo man das halt relativ schnell sieht halt, wenn man da was kauft. Aber durch meine Sparpläne habe ich, glaube ich, einen Schnitt, was ich investiere, in der Dividendenrendite von 1,5-2% oder so pro Monat. Das heißt, es ist auch alles sehr moderat, aber die meisten Aktien steigern halt mit 10-15% auf die letzten 10 Jahre die Dividende. Und da hast du halt auch noch viel Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, was mir halt für die Zukunft einfach in die Karten spielt, denn dass ich später dann halt nicht so viel mehr einzahlen muss, was die Dividende dann halt automatisch hochläuft. Und ja, genau. Also, sicherer von der Payout, sorry. Ja. Da gibt es gar nichts zu entschuldigen. Also ich finde es wirklich super, was du da sagst. Und auch tatsächlich, dass du auch so ein bisschen nicht missionarisch, sondern du wirst ja tatsächlich gefragt, aber so ein bisschen aufklärerisch auch dann bei deinen Kollegen tätig bist und bei deinen Bekannten. Und das tatsächlich auch auf fruchtbaren Boden fällt. Das ist ja schon teilweise eine super... Teilweise, ja. Also es gibt auch, die sagen, die Aktien sind immer noch Spielcasino und die kannst du auch nicht, da kannst du auch mit Fakten kommen oder so, und die sagen, ach, das ist alles Blödsinn und so, und die haben selber teilweise Aktien oder Aktienfonds und sagen, nee, das ist alles Schmarrn und das ist alles Glücksspiel und so, und das kann ich dir teilweise überhaupt nicht nachvollziehen. Das sind dann wahrscheinlich Produkte, die halt im Rahmen von jetzt komplizierteren Versicherungsprodukten, diese Fonds da eingebettet sind. Das ist also nur ein Teil davon. Ja. Mit der bereits angesprochenen Kapitalgarantie eventuell, so dass der böse Casino-Teil quasi dann entschärft wurde, also marketingtechnisch gesehen. In der Wirklichkeit sieht es ja ein bisschen anders aus. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es so ist. Ja, und was ist denn jetzt so dein Plan nochmal bezüglich der Vermögensentwicklung? Also wir haben jetzt gesehen, dein Depot liegt ja schon bei ungefähr 127.000 Euro. Hast du da so einen kleinen Plan, wann was erreicht sein soll? Weil ich kenne, ja.
Also ich habe mir jetzt persönlich keine Zielmarken oder so gesetzt, wann ich jetzt welche Summe erreichen möchte. Ich setze mir am Anfang des Jahres immer Ziele, was ich investieren will dieses Jahr, also in Aktien investieren will und keinen Depotstand, weil, sag ich mal, den Depotstand können wir durch Korrekturen oder so ja überhaupt nicht beeinflussen. Und insofern, das, was ich investieren kann, kann ich beeinflussen, daran kann ich arbeiten. Insofern, dieses Jahr habe ich mir zum Beispiel als Ziel gesetzt, 30.000 Euro in Aktien investieren plus 6.000 Euro nochmal als Cash nebenbei aufbauen, als Notreserve, die ich immer die letzten Jahre nicht ganz so krass hatte. Und die würde ich dann halt einfach, dass ich wirklich halt in summa summarum 10.000 Euro einfach wirklich aufs Tagesgeldkonto packe, dass ich für halt eventuelle Notfälle halt immer Cash habe, aber dass ich den Rest, was ich auf meinem Cashpolster habe, sage ich mal, oder bei den Brokern, dass ich das einfach verpulvern kann in der Situation, nicht drüber nachdenken muss, so, ich brauche hier noch 2.000, 3.000, falls mal irgendwas passiert, was ich früher so hatte. Ja, und ja, ich investiere halt 30.000, 2.500 so gesteckt, so als Ziel im Monat, was halt nur dadurch nur zustande kommt, muss man ja sagen, durchs Schichtgehen, was allein 800 bis 1.000 Euro netto im Monat bringt im Schnitt. Ja, ansonsten wäre es halt nicht möglich. Genau, also die Sparquote, denke ich, kannst du planen. Das ist auch sehr wichtig, wie dann so die Rendite ausfallen wird. Das ist natürlich, das steht natürlich in den Sternen. Man hofft auf das Beste und die Erfahrungswerte geben das ja auch her, dass man hoffen darf, tatsächlich, dass es nicht blauäugig ist. Aber ich denke, ja, das, was man am besten planen kann, das ist tatsächlich das Geld, das man investiert oder sich so als Notgroschen beziehungsweise für schlechte Zeiten dann zurückbehält. Genau. Dein Depot, das sehen wir jetzt hier spontan wahrscheinlich nicht. Das ist mir jetzt erst eingefallen, dass man das mal kurz zeigen könnte. Hast du da ein Video da? Depot April rechts da, dass du da müsstest du sehen können. Hier? Nicht links daneben. Da. Hier, genau. Da klicke ich jetzt mal ganz kurz Kommt wahrscheinlich rein. ganz kurz Werbung. Die Werbung, die können wir mal kurz übersprechen sozusagen. Das Genau. ist nicht das Problem. So, Und das ist genau, auch schon das dein wäre das schon. Depot, ne? Dann machen wir es Richtig. mal noch ein bisschen größer. Und hier ist dann Tencent Genau. und Und Gazprom Gazprom. und Shell. Das sind die drei, die du Shell. bereits erwähnt hast. Richtig, richtig. Und ja. Wobei ich das sagen muss, viele sind immer erschlagen, wenn sie mein Depot das erste Mal sehen, weil sie sagen, oh, so viele Werte. Ja, aber es sind alles Werte, die ich, sage ich mal, mit dem Aktienfinder, also ich komme auch immer mit dem Thema, relativ leicht verfolgen kann, weil ich gucke per se nur auf die Fundamentalzahlen. Wenn eine Aktie jetzt kurstechnisch runtergeht, wie zum Beispiel das CVS Health, die sehr gelitten hat, die ich dann einfach gekauft habe, weil ich gesehen habe, die fundamentale Entwicklung stimmt, dann interessiert mich der Kurs nicht, weil ich weiß, langfristig kehren die Kurse zu den fairen Werten oder zur fundamentalen Bewertung zurück. Und ja, und klar, die ganzen Werte sind halt relativ ja, abschreckend teilweise, aber es ist halt leicht nachzuvollziehen im Aktienfinder. Da hat man seine Watchlist, guckt da durch, sieht alles klar, läuft Ja. soweit. Genau, und es macht dir ja auch Spaß, ganz offensichtlich. Das hast du ja auch Ja, schon ohne gesagt. Also Ende. man zwingt keinen zur Aktie, sondern diejenigen, denen Aktien nicht so viel Spaß machen, die sich nicht damit beschäftigen möchten, die holen sich dann halt ETFs, ja, und bilden es dann da ab. Und das ist dann vollkommen okay. Und hier, wer so ein Depot hat, das sieht man schon, dass es demjenigen wahnsinnig viel Spaß macht. Ich denke, viele von diesen, in Anführungszeichen, kleinen Positionen, die werden über Sparpläne aufgebaut, oder? Genau, quasi das ganze obere rechte Viertel, das sind alles Sparplanaktien, wo ich mir jetzt aber auch dieses Jahr jetzt das Ziel gesetzt habe, dass ich alle Werte davon über die Summe von 1.000 Euro bringe an investiertem Geld. Viele davon sind auch bei 400, 500 Euro, weil ich habe halt im Jahr 2019 angefangen mit Sparplänen mit 25 Euro. Aber jetzt dieses Jahr ist wirklich das Ziel, die ganze Gewichtung halt umzudrehen, die ganzen kleinen größer zu machen. Und da stecke ich halt quasi das ganze Geld rein, Sparpläne, Sonderausführungen etc., auch über die Konsos mit den Einmalausführungen. Finde ich einfach ein super einfaches Tool und ja, macht es sehr planbar, kann man sehr systematisch vorgehen und ja, die große Gewichtung ja, verringern. Ja, genau. Das heißt, du machst jetzt ein bisschen mehr Diversifizierung. Ne? Du baust Richtig. den Diversifizierungsaspekt des Depots, betonst du jetzt etwas sozusagen. Ja, weil Okay. wenn man das sieht mit Tencent und Gazprom, man denkt ja immer, ach, der hat so einen riesen Klumpen da, aber ich investiere in die Aktien nicht mehr. Also ich investiere in Gazprom und Tencent investiere ich keinen Euro mehr, weil die sind halt groß genug und die wachsen für sich schon. Also ich gehe auch davon aus, dass Gazprom, ich schmeiße mir so eine Prognose im Raum, und sich in 2, 3 Jahren verdoppelt vom Kurs. Aber das ist halt, weil ich sehr, sehr bullisch bin für die Aktie. Und insofern da jetzt noch weiter zu investieren, das würde den Klumpen ja viel, viel größer machen und dann würden die kleinen Aktien ja keine Auswirkungen mehr haben auf die Performance und das will ich halt nicht. Und wo ist der, ach, hier ist jetzt zum Beispiel CVS. Genau, Die genau. hast du dann über einen Einmalkauf ins Depot geholt, Über weil zwei das ist ja Einmalkäufe, ja. Zwei über zwei Tranchen. Einmalkäufe. Okay. Also wir können sagen mal ganz kurz zum Beispiel, damit es der Zuschauer ein bisschen besser nachvollziehen kann, dann hier auch noch mal kurz
gucken im Aktienfinder, was du dann gemeint hast mit diesen fairen Werten, am Beispiel von CVS. Ja. Und dann kann ich mal noch kurzes Starterdepot zeigen, weil das sowas Ähnliches ist. Wer dann auch den Einstieg wagen möchte in die wunderbare Welt der Aktien, weil er glaubt, es mache ihm Spaß, hoffe ich doch mal, dass es den einen oder anderen Zuschauer gibt, bei dem das zutrifft. So, jetzt zeige ich dir erstmal CVS und dann, beziehungsweise habe das jetzt mal gestartet. Vermutlich meinst du hier, ne, die dynamische Aktienbewertung. Richtig, oder richtig. Haben wir hier den Kurs, der ganz schön eingebrochen ist. Ich muss übrigens sagen, ich habe auch CVS im Depot, ja. Ja, ich weiß. Du weißt es auch, genau. Eine relativ homöopathische Dosis, bin irgendwann bei 70 US-Dollar oder so rein. Und die sind ja abgeschmiert bis auf an die 50 US-Dollar. Und jetzt sind die aber schon wieder bei 85. Und was Jonas meinte mit dem fairen Wert, das sind diese Geschichten hier, Entschuldigung, da nimmt man zum Beispiel den fairen Wert bereinigt und den fairen Wert Dividende wahrscheinlich, die Dividende hier weg. Und das interessiert uns jetzt auch nicht. Und dann sieht man halt, okay, der Aktienkurs lag deutlich unterhalb des fairen Werts. Also war die Aktie jedenfalls aus dieser Sicht doch mal relativ günstig zu haben. Ist immer noch nicht über die Maßen teuer, aber deutlich teurer, als es eben hier unten gewesen ist. Und wann hast du da zweimal gekauft, weißt du das? Also einmal dabei circa 54 Dollar, also circa 47 Euro war der erste Kauf. Das war wirklich nach dem Absturz so relativ am Tief. Und hatte ich Ende 2019 nochmal gekauft, dass ich jetzt einen Durchschnitts-EK von 48 Euro habe circa. Ja, das ist also das ist also sehr günstig. Da kann ich dich ja schon mal beglückwünschen. Ja. Das ist schon mal fast ein Kursverdoppler, ne? Nee, noch nicht ganz. Okay. Das heißt, die Kursgewinne sehen wir hier nicht. Wir sehen hier nur den Einkommensstrom aus Dividenden und gegebenenfalls Aktienoptionen. Aber Aktienoptionen, da bist du ja beispielsweise nicht tätig. Richtig. Dann, ich zeige euch mal noch ganz kurz das Starterdepot. Das habe ich auch kurz angesprochen. Das ist auch hier drin. Das wäre das. Das ist ein öffentliches Musterdepot, sage ich mal, auch mit Echtgeld. Nicht so groß wie das mit dem Jonas. Wir haben auch erst damit angefangen vor knapp 2 Jahren. Und das hier ist aber relativ idealtypisch. Also hier sieht man, wir haben hier nicht Gazprom drin, wir haben dynamisches Dividendenwachstum drin. Und da sieht man dann, wie relativ schnell die absoluten Dividendenbeträge wachsen, was aber jetzt nicht in erster Linie mit dem dynamischen Dividendenwachstum zusammenhängt, sondern einfach damit, dass hier die Beträge noch ganz klein waren und weil man ein Jahr weiter bespart, dann hat man einfach schon eine größere Aktienposition aufgebaut. Dann gibt es dann auch überproportional mehr Dividenden. Das ist am Anfang, finde ich, extrem motivierend, wenn man sowas sieht wie das Dividendenwachstum, also wie die Dividenden steigen von Jahr auf Jahr im Monatsvergleich. Ja. Ja, darf ich mal kurz reingerätschen? Kann ich dir meinen Bildschirm teilen? Geht das so ganz spontan? Das sollte gehen. Du müsstest hier erstmal den freigeben. Schon. Jawohl, sehr schön. Weil das ist zum Beispiel das, was mich wirklich am allermeisten motiviert. Und das lege ich auch immer allen ans Herz, wenn ich sage, so, guck mal, fangen wir mit Aktien an. Weil das sind meine beiden Sparplan-Depots, die ich halt mit ca. 800-900 Euro bespare. Und da sehen wir halt wirklich schon im Mai, wie es halt losgeht mit kleinen Dividenden, so von 84 Cent 2019. Was sich aber über die Zeit, über die Jahre so aufbaut und dann halt auch über die Quartale, wo man wirklich diesen Treppenaufstieg sieht. Und das ist halt wirklich die ultimative Motivierung, weil das geht so ein bisschen unter meinem Depot mit den kleinen Dividendenzahlen. Aber das ist halt wirklich Motivation pur, wenn wir sehen, weil über Portfolio-Performance, wie halt immer die Kurven immer steiler werden und man mittlerweile wirklich schon quasi nach 3 Monaten schon 100 Euro Bruttodividende hat, wo man mit so 25 Euro Sparplansummen angefangen hat. Ja, genau. Das ist genau das, wo ich auch drauf hinaus wollte. Sehr schön, Jonas. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, genau. Dafür nicht. Prima. Also wir sehen, dass Jonas auf dem richtigen, auf dem vielversprechenden Weg ist, damit es ihm nicht so ergeht wie dem ein oder anderen Kollege, sowohl in deinem Betrieb als auch sicherlich in vielen anderen Betrieben. Ja. Und was die Zukunft bringt, also meine persönliche Einstellung ist, ich kriege noch jedes Jahr einen Rentenbescheid, aber ich nehme das ganze Ding nicht ernst. Das heißt, beziehungsweise ich verlasse mich in keinster Weise auf irgend sowas, was sich die Politiker ausdenken, weder auf die Rente. Es hat angefangen mit Norbert Blüm. Ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hast. Die Rente ist sicher. 90er Jahre war das noch. Ich habe es mal gehört, ja. Ja, die Rente ist sicher. Bis heute sagt man ja im Prinzip, dass die Rente mehr oder weniger sicher sein soll und versucht dann auch rumzudoktern. Und dann hat man die Riester-Rente. Und ich habe auch gestern erst gelesen, dass Verbraucherschutzorganisationen gesagt haben, die Riester-Rente ist unreformierbar, weil es ja schon mehrere Anläufe gegeben hat. Das ist halt einfach der falsche Ansatz ist.
Und ich kann es eigentlich aus eigener Überzeugung nur jedem nahelegen, selbst sein Schicksal, sein Altersschicksal in die Hand zu nehmen und selbst Vermögen aufzubauen. Und ich glaube tatsächlich, also am Kapitalmarkt kommt so keiner vorbei. Ja? Ob das jetzt passives Investieren über ETFs ist oder aktiv über Aktien. Und insofern finde ich super, was du machst, Jonas. Ich finde toll, dass du das nach außen trägst, über deinen YouTube-Kanal, auch in deinem privaten Umfeld sorgst du dafür, dass möglichst viele Leute das dann in Anführungszeichen richtig machen, sich darum kümmern und du halt so deinen Teil dazu beiträgst. In diesem Sinne, möchtest du noch ein paar abschließende Worte sagen oder? Ganz kurz zu deinem Rentenbescheid, weil du den gerade angesprochen hast. Den habe ich auch vor kurzem bekommen. Und da ist ja auch immer diese Forward, also Dividendenerhöhung, die Rentenerhöhung eingerechnet oder gezeigt. Dass ich würde zum Beispiel per se jetzt 3.000 Euro Bruttodividende bekommen im Jahr 2057. Deswegen ist es immer sehr, sehr abschreckend, wenn man solche Zahlen liest. Und dann wird ja auch angenommen eine Rentenerhöhung von 1%. Und da wären dann schon 4.500 und bei 2% wären es fast 6.000 Euro gewesen, die angenommen werden bei 1 oder 2%. Und wenn man sich das anguckt, dann könnte man ja schon sehen, was der Zins oder was der Effekt über die Zeit mit der Erhöhung, der sich in passiven Cashflow halt ausmachen könnte. Also wenn man selber mal da ein bisschen bei ist mit Zinseszins und so und über so eine lange Zeit, das ist halt enorm. Ja, richtig. Und das ist noch um einiges lukrativer als das, wenn es der Staat macht über ein umlagefinanziertes Modell, sage ich mal. Weil die können ja nicht mit Umlagefinanzierung, gibt es ja kein Geld, das sozusagen auf der hohen Kante ist und das sich verzinsen lässt. Ne? Das ist ja linke Tasche, rechte Tasche im Rahmen des Generationenvertrages, was ja an sich keine schlechte Sache ist. Das ist ja auch Solidaritätsprinzip und so weiter. Und wir profitieren ja auch von der älteren Generation, die ganzen Dinge aufgebaut hat. Und damals hat es ja noch funktioniert. Und nach dem Zweiten Weltkrieg oder so, da gab es halt keine Kapitaldeckung, da war ja kaum noch was da. Ja? Ich meine, das hat damals ja schon alles Sinn gemacht, aber wir bewegen uns unaufhaltsam quasi, das ist meine Überzeugung, weg von der Umlagefinanzierung hin zur eigenen Vorsorge. Ich drück's mal so aus. Und je früher man das begreift, das war auch so ziemlich eines von deinen Eingangsstatements, und man sein finanzielles Schicksal in die eigenen Hände nimmt, umso mehr kann man vom Alter finanziell erwarten. Ganz klar. Er nickt. Okay, gut. Dann kann ich allen nochmal ans Herz legen, den YouTube-Kanal vom Jonas. Ich habe den ja schon mal gezeigt gehabt. Oh, jetzt habe ich ihn weggemacht, beziehungsweise jetzt muss ich hier, meins einblenden, ist aber nicht mehr da. Dann haben wir hier die Helden der finanziellen Freiheit. Könnt ihr euch ja auch gerne inspirieren lassen. Verlinke ich dann unten in der Videobeschreibung. Dann Jonas, ich bedanke mich recht herzlich für das tolle Interview. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim langfristigen Vermögensaufbau. Bleib gesund. Und man sieht sich auf YouTube. Ja, danke dir. Ciao. Tschüss.